Ein, schön, dass du beim Livestream dazugeschaltet hast. Und wir sind heute am dritten Teil von unserer Serie Mut zur Lücke. Raphael hat gerade eben den Mut zur Lücke gezeigt, dass er mutig war. Ich werde ihn nächsten Dienstag in der Small Group bitten, dass er genau in diesem Outfit auch kommt. Und wir beschäftigen uns heute über deine und meine Zeit. Und jetzt ist die Frage, hey, warum reden wir in der Kirche über deine Zeit, über dein Geld, über deine Beziehungen, über deine Ressourcen? Warum reden wir nicht über die große Liebe Gottes für dein Leben, für die Gnade in deinem Leben, für alles Tolle, was Gott mit dir vorhat, die Freiheit? Warum steigen wir exegetisch nicht in den ganz tiefen Bibelvers rein und holen uns an einen Nugget raus, wo dein Leben boom, boom, boom machen wird? Und ich werde dir sagen, genau das machen wir heute, weil wir das genau tun. Und zwar Mut zur Lücke greift die wichtigsten Attribute in deinem und in meinem Leben auf, nämlich unsere Zeit, unsere Finanzen und unsere Beziehungen. Und wir stellen, die haben wir schon die letzten zwei Wochen gemacht, die Serie geht vier Wochen, stellen wir dir Prinzipien vor, die die ganze Bibel durchdringen. Und deshalb ist meine Einladung an dich, hör die Predigt an, bist ja eh schon dabei, vielleicht machst du die Türe zu, Handy aus und keine Ahnung, Kinder, ein bisschen Popcorn, dann wird es auch was. Ich lade dich ein, schreib mit, damit dein Montag verändert wird. Dann geh in eine Small Group, diskutier drüber und hab ein tolles Leben. Und ich verspreche dir, dein Leben wird folgende Wendung nehmen, wenn du aktiv mit dabei bleibst. Guck mal, wie in diesem Kleiderschrank. Vielleicht schaut dein Leben in manchen Punkten so aus. Vielleicht hast du Unordnung in deinem Kleiderschrank. Vielleicht hast du Chaos auf deinem Computer-Desktop. Vielleicht sieht dein Auto genauso aus wie meins, wo ich einmal im Monat mit einem gelben Sack durchgehe und das Auto ausläuft. Hey, das ist überhaupt gar kein Problem, wenn dein Kleiderschrank, wenn dein Auto und so weiter ausschaut. Aber wenn es in deiner Zeit, in deinem Zeitmanagement so ausschaut, dann ist es ein Problem und nicht okay. Weißt du warum? Weil Gott hat für dich was anderes vor. Gott hat mit dir im Sinn, dass dein Leben geordnet ist. Gott hat mit dir vor, dass in deinem Leben Freiräume sind. Mut zur Lücke, hab mal Mut zur Lücke, dass dort ein Freiraum ist. Ein Freiraum für deine Fehler. Ein Freiraum für deine Träume. Ein Freiraum, um zu atmen. Ein Freiraum, um durchzublicken. Ich hatte heute Morgen... bin ich um 6.40 Uhr mit der Bahn nach Mannheim gefahren. Und als ich dann in meinem Lieblingscafé saß, habe ich festgestellt, ich habe in einer Hosentasche einen Schlüsselbund und ich habe in der zweiten Tasche einen Schlüsselbund. Höchstwahrscheinlich gehört einer meiner Frau. Hey, dadurch, dass ich anderthalb Stunden vor Arbeitsbeginn sozusagen in der Stadt war, weil ich Bibel lesen wollte, mich auf Gott auszurichten, hatte ich den Freiraum, mit der Bahn wieder zurück nach Schwetzingen zu fahren, meinen Kindern den Schlüssel am Bahnhof zu geben und wieder zurück nach Mannheim zu fahren. Hey, so hat mein Morgen schon begonnen und ich war froh, dass ich diese Lücke in meinem Leben eingeplant hatte. Hey, es ist nicht okay, wenn deine Zeit, deine Ressourcen und deine Finanzen so ausschauen, weil glaubst du das, oder ja, willst du wissen, wo ich das weiß? Und zwar möchte ich dir einen Satz mitgeben aus Jeremia 29, Vers 11. Gott sagt, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich für euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch Zukunft gebe und Hoffnung. Weißt du, Mut zur Lücke ist eine Life-Changer-Predigtserie, um unser Lebensziel besser zu erreichen, zufrieden zu werden. Zufrieden zu werden. Hey, unser Lebensziel, weißt du, was es ist? Ich möchte dir einfach ganz kurz sagen, wenn du länger in dieser Kirche bist, dann weißt du, unser Lebensziel ist es zu lieben. Gott zu lieben, dich selber zu lieben und damit andere wieder zu lieben. Und mit Zeit, mit unseren Ressourcen, mit unseren Beziehungen. Und deshalb meine Frage, are you ready für die nächsten 20 Minuten? Ich steige ein mit einem Gebet. Und freue mich, dass du dabei bist. Jesus, ich sage dir danke, dass du der Meinung bist, wenn ich heute Morgen aufgestanden bin, dass du mich noch brauchst. Dass meine Zeit wertvoll ist, dass meine Zeit so kostbar ist, die du mir schenkst, Jesus. Und ich möchte heute eintauchen in Gedanken und Ideen, die du über mein Leben hast. Und Jesus, ich öffne jetzt mein Herz und meinen Geist und du darfst zu mir reden. Amen. Ich möchte dich mit hineinnehmen in ein ganz kleines Video, in ein kleines Theaterstück, was uns zeigt, was man mit Zeit so alles tun kann. Hallo, ich habe hier einen Termin mit... mit wem habe ich einen Termin? Ja, was steht denn in Ihrem Terminkalender? Ja, da steht nichts, gar nichts. Ja, ohne Termin empfängt unser Chef Sie nicht. Wie war denn nochmal Ihr Name? Schneider, Micha Schneider.
Ja, aber wenn ich nicht angemeldet bin, was mache ich denn dann hier um diese Uhrzeit? Ich meine, es. Toll, ey, jetzt ist meine Uhr noch stehen geblieben. Was ist denn hier heute los? Also in meinem Kalender steht kein Termin mehr nach 10 Uhr heute Vormittag. Ich meine, da stehen überhaupt keine Termine mehr für den Rest des ganzen Für Jahres. den Rest der Ewigkeit, Herr Schneider. Ja, Herr Michael Carsten Schneider, ehemals Berlin-Neukölln. Ehemals, ich wohne noch immer in Neukölln. Moment mal. Bin ich. Ja, Sie haben's verstanden, Herr Schneider. Ich erinnere mich, die Treppe. Ja, ich war zu spät für das Meeting mit Wilken und Co. und ich wollte nicht auf den lahmen Aufzug warten und entschied mich, die 3 Stockwerke hochzulaufen. Genau. Sie starben an einem schweren Herzinfarkt, steht da. Aber wie kann das denn sein? Ich meine, ich bin doch noch jung. Ja, ich wollte immer etwas gesünder leben und ich wollte auch regelmäßiger Sport machen. Aber ich hatte einfach irgendwie keine Zeit dafür. Jetzt haben Sie Zeit dafür. Wir haben hier genug im Angebot. Möchten Sie joggen, schwimmen, Aerobic oder Yoga? Ja, Yoga, ja. Ja, das macht Sophie auch immer. Sie macht das 3, 4 Mal die Woche. Ja, sie ist wahrscheinlich jetzt auch gerade in einem Kurs. Nein, hier steht, dass sie beim Anwalt sitzt. Ja, aber ja, das ist Sophie, das verstehen Sie nicht. Die ist einfach unberechenbar, weil, naja, beim Anwalt? Was macht sie denn beim Anwalt? Sie reicht die Scheidung ein. Die Scheidung? Was? Wieso? Ich hatte keine Ahnung. Ja, sie sagt, er hatte nie Zeit für mich, war ständig unterwegs in irgendeinem Meeting oder so. Und wenn er nach Hause kam, war er zu müde für mich oder die Jungs. Ja, aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Jetzt nicht mehr. Ja, aber diese Meetings, die waren sehr wichtig. Jetzt nicht mehr. Ja, aber man muss doch seinen Lebensunterhalt verdienen. Jetzt nicht mehr. Sie, wir haben jetzt gerade ein neues Haus gebaut und ich habe ein tolles Auto. Ja, jetzt nicht mehr, Herr Wir haben Schneider. jetzt auch gerade eine neue 17 Meter Segeljacht in der Ostsee gekauft. Ach, waren Sie mit Ihren Söhnen mal segeln? Das hatte ich doch am Samstag Ach, vor. bevor wir Ihren Terminkalender nämlich freigeräumt haben, stand da für Samstag ein Golfturnier auf dem Plan. Wollten Sie mit Ihren Söhnen auf dem Golfplatz etwa segeln? Das verstehen Sie nicht. Ach. Ich warte seit 4 Jahren darauf, einmal ein Turnier mit den Profis zu spielen. Und dieses Jahr ist meine Firma Hauptsponsor und ich habe die Gelegenheit bekommen, einmal mit den großen Jungs zu spielen. Und was ist mit Ihren kleinen Jungs? Ja, das Boot, das ist doch immer da. Ich meine, wir können doch jederzeit segeln gehen. Jetzt nicht mehr. Okay. Okay, Punkt für Sie. Ich war zu beschäftigt, um mit meinen Kindern zu spielen. Und mit Ihrer Frau Zeit zu verbringen. Okay, und um mit meiner Frau Zeit zu verbringen. Und regelmäßig Sport zu Ja, treiben. und regelmäßig Sport zu machen. Ja, und unsere Aufzeichnungen zeigen, dass Sie nicht nur wenig Zeit für die Familie und Gesundheit hatten, sondern auch sehr wenig Zeit in der Kirche verbracht haben. Und Sie haben sich ganz sicher nicht mit dem Schöpfer beschäftigt. Sehen Sie, ich hatte das wirklich noch alles vor, wenn mein Leben mal wieder etwas ruhiger geworden wäre. Ja, es ist zu spät, Herr Schneider. Sie haben einfach zugelassen, dass die wichtigen Dinge von den Dringenden verdrängt wurden. Ja, was heißt das jetzt? Jetzt ist es zu spät. Und damit dir diese Situation mal nicht passiert, drehe ich jetzt die Uhr um für die nächsten 15 Minuten. Steigen wir ein im Psalm 90. Das ist ein Lied von Mose. Der hatte noch Zeit, ein Lied zu schreiben. Psalm 90, Vers 1. Herr, solange es Menschen gibt, bist du unsere Zuflucht. 1000 Jahre sind für dich wie ein einziger Tag, der doch im Flug vergangen ist, kurz wie ein paar Stunden Schlaf. Guck mal, ist es nicht verrückt? Die 1000 Jahre vor dir ist für Gott wie wenn du dich daran erinnerst, was es gestern zum Mittagessen gab. Verrückt, oder? Hey, so ein Gedächtnis hat Gott. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80. Doch alles, worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch schwinden wir dahin. Hört sich vielleicht erst mal ein bisschen depressiv an, aber es geht weiter. Mach uns bewusst, Gott, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Guck mal, es gibt so ein Lied, das heißt, die Zeit vergeht und kommt nie mehr zurück. Nichts bleibt bestehen, nichts bleibt bestehen. Wenn ihr das kennt, das hört sich erstmal so ein bisschen, hey, depressiv an. Aber dieser Satz, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Ich habe einen Freund, der stellt mir immer die Frage, wenn ich ihn treffe, hey Benny, was würdest du heute tun, wenn du nur noch 2 Jahre zu leben hättest?
Oder Martin Luther, hey, wenn ich morgen sterben würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Meine Frage ist, willst du weise werden im Umgang mit deiner Zeit, dann bist du jetzt genau richtig hier, ich möchte dir ein Beispiel geben. Wir haben so dieses Stichwort Multitasking. Ne? Die Frauen können das, wir Männer nicht. Ich versuche das auch immer. Ich habe gerade eben wieder heute Morgen habe ich es gemerkt. Ich saß im Café, habe einen Kaffee getrunken, mir was nebenher gegessen, habe nebenher mit einer Hand noch meine Predigt zu Ende geschrieben und nebendran hatte ich mein Handy mit der Sprachfunktion, damit ich noch Nachrichten machen kann. Hey, ich habe alles hinbekommen, mega gut. Dabei habe ich vergessen, meinen Kaffee zu genießen. Naja, macht nichts. Hey, kennt ihr das Stichwort Blending? Blending ist eine coole Sache, aber nicht für jede Lebensphase. Blending bedeutet, hey, ich bin zu Hause und denke an die Arbeit. Dann bin ich bei der Arbeit und denke an zu Hause. Kennt ihr dieses wunderbare Phänomen? Und das Dritte ist, wie ich oft lebe, ist unausgewogen. Oft haben wir so gewaltige Stoßzeiten in unserem Leben. Wir bereiten uns auf, wir durchleben ein Projekt, eine Lernphase und unser ganzes Leben stimmen wir darauf hinab. Und lassen uns von diesem Stress bestimmen. Und ich möchte heute diese These aufstellen. Wir lassen uns von diesem Stress bestimmen. Wir lassen uns von diesem Stress bestimmen, was von außen kommt. Und dann nutzen wir die nächsten Wochen, um uns zu wiederholen, haben Semesterferien oder sonst was oder gehen in Burnout. Jede Predigt fängt bei mir an. Hey, wie viel mehr Lebensqualität hätten wir, wenn wir lernen, ausgewogen zu leben? Hey, es betrifft jeden. Egal, ob du Hausmann, Student, Manager bist, Handwerker, Arzt, Lehrer, Krankenpfleger, ob du arbeitslos bist, ob du arbeitssuchend bist, ob du Schüler bist. Hey, wir alle sind im gleichen Boot, weil wir haben unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Maße, die wir jeder haben. Egal, ob du viel oder wenig zu tun hast, es geht um etwas anderes und das werden wir uns heute noch anschauen, aber wir sind im gleichen Boot. Deshalb meine Frage an dich. Könnte es sein, dass ich mehr Lebensqualität erreichen könnte, wenn ich besser mit meiner Zeit umgehe. Könnte es sein, dass ich mehr Lebensqualität erreichen könnte, wenn ich besser mit meiner Zeit umgehe. Ich möchte mit einer Perspektive starten, die dir in dieser Kirche hoffentlich schon oft begegnet ist, und zwar eine Ewigkeitsperspektive. Du siehst diesen kleinen blauen Abschnitt, dieser Abschnitt, symbolisiert dein Leben. Du wirst hier irgendwann geboren, ne, dann hast du so eine kleine Schreiphase, so eine kleine Kack-in-die-Windel-Phase, so eine kleine Rebellionsphase, dann fängt die Pubertät an, und so, bei manchen Kindern mit 4 und endet dann erst mit der Midlife-Crisis, ich weiß nicht so genau. Und das sind vielleicht deine 70, deine 80 Jahre, von der Mose in seinem Lied berichtet. Ne? Und weißt du, wir machen uns so viele Gedanken über diese Zeit. Hey, was werde ich für einen Beruf haben? Hey, was werde ich... Wenn ich in der Rente bin, dann werde ich endlich und all diese Sachen. Und weißt du, was passiert? Durch Gnade kommen wir in diesen anderen Zeitraum. Durch Gnade kommen wir in diese Unendlichkeit. Durch Gnade kommen wir ohne Probleme in diese Ewigkeit, weil Jesus dich freigesprochen hat, weil Jesus dich liebt, weil Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Aber was wir in dieser Zeit hier tun, wird diese Ewigkeit prägen. Was wir in dieser Zeit tun, wird die Ewigkeit prägen. Hey, und diese Ewigkeitsperspektive, wie ich sie nenne, sie hilft mir und hoffentlich auch dir, mich zu entlasten. Vielleicht denkst du, wow, warum entlasten? Oh wow, das setzt mich unter Druck. Scheiße, was ich hier tue, hat für die Ewigkeit Relevanz. Aber ich möchte dir Entlastung zusprechen, weil vielleicht hast du verlorene oder sinnlose Tage, Monate, vielleicht auch ganze Seasons in deinem Leben hinter dir. Vielleicht trauerst du über die Jahre hinweg, wo du ohne Gott unterwegs warst. Vielleicht trauerst du einer Zeit hinterher, wo du in einer falschen oder kranken Beziehung verstrickt war. Hey, wenn dein Leben anders verlaufen ist, wie du es dir gedacht hast, vielleicht ein falsches Semester, wo du gewählt hast und denkst, wow, jetzt habe ich 6 Monate meines Lebens BWL studiert. Dabei wollte ich irgendwas werden, keine Ahnung. Hey, und diese Ewigkeitsperspektive, sie hilft mir, mich auf den unendlichen Wert meines Daseins, meines Lebens und meiner Zeit zu fokussieren. Weil Psalm 90, Vers 12, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit unsere Tage wir weise nutzen. Im Englischen heißt es so schön, the number of days, die Zahl der Tage. Und ich möchte mit dir reingehen in ein Lebensbeispiel von einem tollen Vorbild, eben von diesem Songwriter Mose.
Und Mose hatte vier Phasen in seinem Leben. Die erste Phase, wir nennen sie mal die Luxusphase. 40 Jahre, ne? Und wenn du hier drin bist, dann denkst du vielleicht sowas wie, hey, mein Leben macht sowas von Sinn. Mein Leben ist so wertvoll, mein Leben ist so gut, ne? Oder du versinkst in Sinnlosigkeit und dröhnst dich mit Konsum, Drogen, Eifersucht und sonstigen Sachen, vielleicht auch Machtspielchen herum, ne? Dann kam die zweite Phase von Mose. Das war die Hirtenphase. Mäh, mäh, mäh. 40 Jahre einfach da sitzen und mäh, mäh, mäh. Ne? Hey, guck mal, wenn du in dieser Phase bist, denkst du vielleicht, hey, mein Leben macht keinen Sinn. Ich höre den ganzen Tag nur mäh, mäh. 40 Jahre lang, ne? Oder du denkst, je nach Typ, ich kenne solche Typen, boah, endlich habe ich meine Ruhe. Boah, endlich kein Stress mehr. Endlich den Job, wo ich nicht mein Umfeld positiv beeinflussen muss, nicht endlich furchtlos immer sein müssen, sondern einfach hier sein. Ne? Und dann kam die dritte Phase von Mose, eine ganz kurze Phase von der Befreiung von Ägypten. Und wenn du hier bist, dann denkst du vielleicht, oh yes, I was born for this, I was born for this. Ne? Und weißt du, was dieser Mose gedacht hat? Mose hat es gedacht, oh Mann, womit habe ich das verdient? Ne? Womit habe ich das verdient? Dann wird er Leiter einer Nation. Und weißt du, was es bedeutet, ein Leiter einer Nation zu sein? Bedeutet 40 Jahre im Kreis laufen. 40 Jahre im Kreis laufen. Hey, und vielleicht denkst du, wenn du in dieser Phase angekommen bist, vielleicht denkst du, wow, jetzt macht mein Leben Sinn. I am the king. I am the leader. Hey, I am the leader of millions of people. Ich habe es geschafft. Oder du denkst, womit habe ich das verdient? And I walk 500 miles, and I walk 500 more, and I walk 500 miles. Hä, verrückt, hey, guck mal, ich lade dich heute ein, deinen Blick zu ändern auf diesen entlastenden Gedanken. Was wissen wir heute über Mose? Er hatte eines der sinnvollsten, erfülltesten Leben. 40 Jahre in Luxus versoffen, 40 Jahre lang in der Wüste ein Mäh, 40 Jahre lang im Kreis laufen und sein Leben war sinnvoll. Ich möchte dir heute sagen, auch wenn du in einer schwierigen Zeit steckst oder über Jahre deines Lebens traust, wo du ohne Gott unterwegs warst, wo du in nicht gewinnbringende Beziehungen verstrickt warst oder du heute vielleicht sogar die Erkenntnis hast, wow, 3 Stunden Netflix am Tag ist vielleicht nicht das Beste für mein Leben. Ne? Wenn du da drin bist, hey, dann sagt Gott dir heute in Hebräer 4, Vers 7, darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllt. Und dieser Tag heißt, die ganze Kirche kennt ihn, heute. Heute. Heute ist der Tag, wo dein neues Leben anfängt. Wo heute dein neues Medienkonsumverhalten anfängt. Wo heute dein neues Leben in Fülle anfängt. In Prediger 3, Vers 1 sagt die Bibel, jedes Ereignis auf dieser Welt hat seine Zeit. Und ich möchte zusprechen, es ist okay, dass es in deinem Leben Zeiten von Trauer gibt. Es ist okay, wenn es in deinem Leben Zeiten von Überfluss gibt, aber es ist auch okay in deinem Leben, wenn es Zeiten von Mangel gibt. Alles in deinem Leben hat seine Berechtigung, wenn du mit Gott unterwegs bist, weil dann gilt Römer 8, 28 für dich. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, und ich wünsche so sehr, dass du Gott lieben lernst. Dem dient alles. Dir dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Trauer nicht über die Zeiten, die vorbei waren, sondern wende dich nach vorne und sag, hey, meine Zukunft wird glorreich, weil ich mit Gott unterwegs bin. Ein Freund von mir, ich habe ihm versprochen, ich zitiere ihn, Alexander Ecker, kannst ihm auf Instagram folgen. Er hat zu mir immer gesagt, hey Benny, wenn dein Tag heute nicht gut war, du nicht geschafft hast, der beste Vater, welche Kamera muss ich gucken? Ach, sehr schön. Danke, Daniela. Jetzt tut das Licht wieder. Hey, wenn deine Kinder heute genervt haben und du sie einfach wieder vor den Computer gesetzt hast und die dritte Staffel Benjamin Blümchen anschauen lassen hast, hey, ey, dann klag dich nicht selber an. Mach dich nicht so fertig, sondern sag, hey, dieser Tag war nicht so gut. Aber morgen habe ich wieder die neue Chance und ich werde wieder aus Gnade das Beste nach bestem Willen und Gewissen geben. Das ist so entlastend. Und weißt du, was jetzt die Spannung ist? Entlastung auf der einen Seite, auf der anderen Seite Herausforderung. Weil du hast jede Minute deines Lebens nur einmal. Die Bibel sagt, koste die Zeit aus. Jesus sagt in Markus 13, Vers 33, darum haltet die Augen offen und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann es soweit ist. Ist wieder so ein Satz zum Schlucken. Aber zum Glück kennen wir Jesus, wie gut er zu uns ist. Hey, wir sollen wachsam sein. Er sagt, hey, passt auf, von was lasst ihr euch ablenken?
Hey, was versucht mich blind zu machen? Wer versucht mir zu schaden? Wo verliere ich gerade den Fokus in meinem Leben von dem, wo ich weiß, dass es gut ist, auf Jesus, auf sein Reich Gottes, auf meine Familie und so weiter? Paulus sagt in Epheser 5, Vers 16, achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Und das finde ich eigentlich, ich finde die Bibel humorvoll. Seid nicht verbohrt, ne? Also wenn Paulus sagt, ey, seid nicht so verbohrt, ne? Ist ein cooler Satz, weil ich kenne Leute, die sind 15 und fragen, hey, Schule, Party und hey, was hat Gott mal mit mir vor? Er hat nichts mit dir vor, sag ich. Er hat jetzt was mit dir vor. Nicht erst irgendwann. Er hat jetzt was mit dir vor, nicht erst irgendwann. Hey, ich kenne Leute, die fragen Mitte 20 immer noch, hey, was hat Gott mit mir vor? Er hat nichts mit dir vor, er hat jetzt was mit dir vor. Verstehst du? Es gibt keine Leute, die sind dann 40 und fragen sich, hey, wieder, hey, was hat denn Gott noch mit mir vor? Er hat immer was mit dir vor, und zwar genau diese Dinge. Dass wir das Leben in Fülle ergreifen, die Zeit nicht verschwenden und wachsam zu bleiben. Und ich habe dir jetzt 5 Dinge mitgebracht, die dir helfen, Dinge zu entlarven, um genau so zu leben, dass du Gott liebst, deinen Nächsten und dich selber. 2015 kam ein Buch heraus von einer Australierin, Bronnie war irgendwie halt, keine Ahnung, Ware. Vielen herzlichen Dank. Hier oute ich mich, dass mein Englisch nicht so gut ist. Meine Frau sagt wieder, Benny, das war jetzt nicht professionell. Es tut mir sehr leid. Ich werde den Namen bis nächste Woche auswendig lernen. Hat mehrere lang Sterbende auf ihrem letzten Abendzug begleitet und ihnen genau zugehört, was diese Menschen vor ihrem Tod beschäftigt. Davon handelt ihr Buch. Und ich möchte diese 5 Sätze mitgeben. Erstens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten. Vielleicht kannst du dir dieses etwas sarkastische Bild vorstellen. Vielleicht hast du schon mal eine Person auf dem Sterbebett gesehen, vielleicht eine sehr alte Person, eine sehr weise Person, vielleicht auch eine verbitterte Person. Stell sie dir an deinem geistlichen Auge vor und hör es aus ihrem Mund sprechen. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Vielleicht siehst du dieses alte Ehepaar, die auf der Parkbank sitzen, mit ihren Enkeln spielen und sagen, hey, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Meinen Kindern zu sagen, ich liebe dich so und ich bin stolz auf dich. Viertens, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Und fünftens, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Es sind 5 Sätze, die mir die Tränen in die Augen reintreiben, weil ich diese Sätze einmal nicht sagen möchte. Und ich möchte dich mitnehmen auf eine ganz kleine Übung. Vielleicht kannst du dich in so eine Lage versetzen, Peter Fox, ne, mit Haus am See, mit seinen 20 Enkeln sitzt er da am Haus am See, als 70-Jähriger und schaut auf sein Leben zurück. Und du hast jetzt dieses Haus am See eingeblendet und kannst auf den See hinausschauen. Hey, wie stellst du dir dein Leben vor? Wie soll dein Leben gelaufen sein, wenn du 70 Jahre alt bist? Die nächsten 20 Sekunden gehören dir. Ich schaue auf meine 30er zurück, wo meine Kinder groß werden, wo ich auch das Privileg habe, Karriere zu machen. Ich schaue auf meine 40er zu, wo ich mit meiner Frau, meinen erwachsenen Kindern auf mehr Freiheit wieder zusteuere. Ich schaue mir meine 50er an, wo ich geistlicher Vater werde. Ich schaue auf meine 60er zu, wo ich neu andere Generationen prägen werde. Ich schaue auf meine 70er zu, wo ich meine Zeit immer noch sinnvoll einsetze. Guck mal. Ich möchte dich auf einen Gedanken mitnehmen, der Unterschied zwischen einem guten Leben. Wir sehen uns alle nach einem guten Leben, oder? Wir sehnen uns alle nach dem guten Leben. Ich möchte dich mitnehmen, was der Unterschied ist zwischen einem guten Leben und einem sinnvollen Leben. Ein gutes Leben sagt höchstwahrscheinlich, es muss mir gut gehen, es geht um mich, meine Pläne, meine Pläne müssen gelingen, alles, was ich mir vorgenommen habe. Und du musst dazu wissen, hey, wozu du lebst und was der Sinn von deinem Leben ist. Und guck mal, ein gutes Leben bedeutet, dass es eigentlich nur um dich geht. Und deshalb ist meine Definition nicht das gute Leben, sondern das sinnvolle Leben, weil das sinnvolle Leben impliziert ein gutes Leben für dich, weil Gott ist der Meinung, liebe dich selber.
Liebe dich doch selber, damit du andere lieben kannst. Es fängt nicht mit der Selbstkasteiung an, um nur für andere da zu sein. Hey, hier ist der Sinn, ich wiederhole ihn nochmal, weil er so wichtig ist, Gott zu lieben, deinen Mitmenschen und dich zu lieben. Das ist die Kernaussage in der Bibel mit 1. Thessalonicher 5. Schreib es dir auf, weil es ist so simpel. Freut euch zu jeder Zeit. Hey, freut euch zu jeder Zeit, ja gut, aber oh, ich bin so im Stress, freut euch zu jeder Zeit, hey, ich werde bei der Arbeit gemobbt, ja, freut euch zu jeder Zeit, oh Mann, ich bin aber in der Rush, oh, ich stehe im Stau, freut euch aber zu jeder Zeit, oh, meine Kinder quälen, ja, freut euch zu jeder Zeit, warum, hey, hört niemals auf zu beten, oh, Jesus, hilf bitte, dass ich durchblicke, Jesus, hilf, dass ich beim Stau schnell rauskomme, bitte, Jesus, versorgt du mich und dann dank Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen, hey, bitte, es hat nichts mit deinen Lebensumständen zu tun, wenn du denkst, hey, diesen Müll, den haben meine Eltern in meinem Leben gemacht, dieses Chaos ist wegen meinem Chef und das hier sind die schlechten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Nein, 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 nein. Gott ist dazu da, um hier wieder Ordnung hineinzubringen, dass alte Wunden wieder geheilt werden. Oh, meine 15 Minuten sind um, aber da ich wusste, dass ich länger predigt, habe ich nochmal 5 Minuten mitgebracht. Ich möchte dich auf einen Gedanken mitnehmen. Zeit als Währung. Ich hatte diese Woche ein Telefonat mit jemandem, der war in seiner Mittagspause unterwegs. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, was macht denn eigentlich dein Datenvolumen? Kannst du hier die ganze Zeit mit mir zoomen? Diese Person hat gesagt, oh, stimmt, mein Datenvolumen. Lass uns lieber telefonieren. Dort ist es uns bewusst, beim Datenvolumen, dass wir Geld verlieren, umso länger wir dieses Datenvolumen aufbrauchen. Bei unserer Zeit sind wir oft dessen nicht bewusst, dass unsere Zeit Sekunde für Sekunde für Sekunde für Sekunde verrinnt. Und weißt du was? Dein Datenvolumen kannst du aufladen. Dein Datenvolumen kannst du aufladen. Geld kannst du irgendwie mehr verdienen. Aber deine Zeit bleibt immer gleich. Zeit ist das Fairste, was du hast auf dieser Welt. Wenn du dich mal unfair behandelt fühlst, dann sag, hey, ich habe auch 24 Stunden, genauso viel wie mein Kollege, genau wie der andere. Ich habe auch 24 Stunden. Hey, warum sind dann einige von uns immer so gestresst? Wie der Pastor, der redet zu schnell, weil er nur 20 Minuten hat. Oder immer müde. Hey, oder immer entspannt und erfolgreich. Also das checke ich auch nicht, dass Leute entspannt und erfolgreich sein können. Hey, warum bekommen manche das Doppelte in der gleichen Zeit hin wie ich? Hey, warum sieht das eine Leben mit 24 Stunden attraktiver aus als das andere, obwohl die ganzen Umstände gleich schlecht oder gleich gut sind? Ich möchte dich auf den letzten Gedanken mitgeben. Und zwar, lass uns nicht über Zeitmanagement reden, weil Zeit haben wir alle genau gleich viel. Und du kannst deine Zeit optimieren, dass du in einer gewissen Zeit vielleicht nicht 100% hinbekommst, sondern 120%. Vielleicht, wenn du ganz gut bist, 130%. Aber dann bist du limitiert, weil es ist deine Selbstoptimierung hat Grenzen. Aber was du beeinflussen kannst für noch mehr Zufriedenheit und für ein sinnvolles Leben, ist dein Energiemanagement. Und zwar hat jeder von uns einen Tank in sich, 5 verschiedene Tanks. Und wenn die voll sind, haben wir ein erfülltes Leben. Der erste Tank ist der emotionale Tank. Und der emotionale Tank sind für mich Beziehungen, die ich habe zu Freunden, zu meinen Kindern, zu meiner Frau, zu meiner Familie. Einfach Beziehungen, sie füllen meinen emotionalen Tank. Der zweite ist mein geistiger Tank. Mein geistiger Tank, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ist Bibellesen, aber auch alle Inspirationen darüber hinaus. Ein Buch zu lesen, mich fortzubilden, einen TED-Talk anzuschauen, all diese tollen Sachen. Mein dritter Tank, der voll sein muss, ist ein kreativer Tank. Weißt du warum? Weil als Gott dich geschaffen hat, hat er gesagt, hey, bebaue und bewahre die Erde und gib allen Tieren einen Namen. Also sei kreativ. Es ist so in unseren Grundbedürfnissen verwurzelt, kreativ zu sein. Das nächste ist der geistliche Tank. Bibel zu lesen, mit Jesus Zeit zu verbringen. Und der letzte Tank ist unser Energietank. Oft bedeutet es einfach, Sport zu machen oder auch nur Atemübungen zu machen oder einfach, dass unser Energietank wieder voll wird. Und wenn diese Energietanks voll sind, spricht man von einem ausgeglichenen, sinnvollen und zufriedenen Leben. Und diese Tanks haben was mit deiner Zeit zu tun. Weil die Frage ist, hast du in deinem wunderschönen, bunten Leben Zeit eingeplant, um deine Tanks zu füllen? Hast du in deinem Wochenplan Zeit,
dass dein Tank voll wird, oder ist dein Wochenplan nur strukturiert, dass es dir Kraft und Energie zieht, wo du nur am Geben bist, im Meeting 1, im Meeting 2 und auf Social Media noch deine Restkapazität an Energie vergeudest. Wow, ich muss mich um 1300 Leuten ihr Leben kümmern. Wow, der ist im Urlaub, der verdient mehr. Wow, der hat so tolle Freunde und er lächelt und so weiter. Und dann verdattelst du abends noch dein letztes Meeting auf Zoom bis 22.30 Uhr und dann gehst du ins Bett, bist fix und fertig. Am nächsten Morgen musst du aufstehen. Kurz bevor du die Bible-App öffnest, dir diesen einen Vers reinziehst, kommst du auf Social Media und siehst die ganze Welt wieder. Wow, wir haben ja immer noch Corona. Mann, ich werde verrückt. Aber dann geht es gleich los mit der Serie. Oh, heute habe ich einen freien Tag. Ich gammel mal rum, ich schaue mir die erste Serie an. Hey, die ist so spannend. Ich muss mir noch die zweite Folge reinschauen und dann noch die dritte. Oh Mann, wir haben schon 16 Uhr. Ach, wäre ich doch nicht die ersten 12 aufgestanden. Bin ich ja verrückt. Oh, und dann muss ich noch Social, 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 was weiß ich machen. Guck mal. Punkt Nummer 1. Ich wünsche, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere erwarten. Und weißt du, was mein Punkt ist? Nimm dir dafür Jesus Zeit. So plakativ. Nimm dir die Zeit mit Jesus jeden Tag. Und Jesus wird dir zeigen, wie du deinen Tag strukturieren darfst und kannst. Ich wünsche, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwartet haben. Wer erwartet denn von dir, dass du den ganzen Tag 8 bis 10 Stunden arbeitest? Wer erwartet denn von dir, dass du, was weiß ich? Das Zweite ist, ich wünschte, ich hätte nicht zu viel gearbeitet. Ich weiß nicht, was nehme ich denn da dazu rein? Guck mal. Ein gemeinsames Essen am Tag. Ein gemeinsames Essen am Tag. Wenn du in deiner WG wohnst, mit deiner WG. Wenn du mit deiner Familie zusammen wohnst, mit deiner Familie. Wenn du Single bist und vielleicht noch zu Hause wohnst, dann halt mit deinen Eltern. Aber ein gemeinsames Essen, damit du sagst, ich habe nicht die ganze Zeit gearbeitet, sondern ich habe in die wertvollen Beziehungen meines Lebens investiert. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ausdruck zu verleihen. Guck mal, und vielleicht darfst du hier in deinen freien Tag irgendwann gegen Mittag, 16 Uhr, Inspiration einplanen, wo du ein gutes Buch liest, wo du vielleicht an einem Abend in ein Theater gehst, wo du vielleicht in eine Art Selbsthilfegruppe gehst, in eine Small Group, wie es bei uns in der Kirche heißt, wo du sagen kannst, hey Jungs, ich habe Gefühle. Jungs, es ist nicht alles so toll. Es ist, hey, dass du deinen Gefühlen Raum geben darfst. Viertens, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Und weißt du was? Ich habe nicht so viele Freunde. Ich bin so ein mittlerer Influencer mit 1000 Instagram-Follower, was weiß ich. Ich glaube, unter den 14-Jährigen bin ich da weit abgeschlagen. Die haben ja alle schon 4.000, 5.000. Aber weißt du, was ich habe? Ich habe Homies. Weißt du, was Homies sind? Die dürfen Freunde, die zu mir nach Hause dürfen. Das sind Homies. Und Homies sind definitiv der Ort, wo du auftankst. Weil es sind echte, wahre Beziehungen, die sich für dich interessieren, wo du ehrlich werden darfst und wo es nicht darum geht, was darzustellen oder zu bewerten. Hey, der letzte Punkt ist, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Guck mal, diese Freude, wir nennen es heute Hobby. Du kannst es auch anders nennen. Aber Freude bedeutet, dass du vielleicht einen guten Kaffee genießt und nicht nebenher die Predigt vorbereitest, nicht nebenher eine Sprachnachricht machst. Hobby bedeutet, dass du vielleicht dir beim Sport Zeit nimmst, ohne einen Podcast zu hören. Hobby bedeutet, dass du vielleicht anfängst, irgendwas Kreatives zu machen, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Und du fängst vielleicht mit 5 Minuten an. Und ein Hobby kann auch sein, eine kreative Instagram-Story zu machen. Ich verfluche das Zeug nicht, sondern ich möchte dich nur darauf hinweisen, dass es die Zeit, ob es dir Energie raubt oder ob sie dir Energie bringt. Ich möchte noch ein paar Kleinigkeiten noch bringen. Ich merke, ich habe oft solche Tage, wo ich den ganzen Tag arbeite und ich merke, ich werde ein schlechter Vorgesetzter, ich werde ein schlechter Jesus-Nachfolger, ich werde ein schlechter Ehemann, weil ich brauche den Sport in meinem Leben, weil er meinen Energietank auffüllt, weil ich Adrenalin abbaue, weil ich Hormone abbaue und dadurch werde ich ausgeglichener, kann bessere Entscheidungen treffen, mein Frustrationslevel steigt. Und dieser Tank ist für mich persönlich so wichtig. Vielleicht ist es für dich einfach ein Buch zu lesen, wo du sagst, hey, ich schaue mir nur 2 Folgen von der Serie an oder 4, keine Ahnung, auf welchem Stand du bist und füge hier einfach ein Buch ein. Vielleicht ist es die Bibel,
Vielleicht ist es 7 Dinge zur Effektivität oder gibt es ganz viele tolle Bücher. Und das Letzte ist, nimm dir Ehezeit. Wenn du verheiratet bist, warum gehst du arbeiten? Damit du Geld hast, deine Familie zu ernähren. Warum hast du eine Familie? Weil du mit einer Frau oder mit einem Mann zusammengekommen bist und ihr den göttlichen Auftrag lebt, die Erde zu bevölkern und eure Kinder zu Jesus nachfolgen zu machen, die die Welt verändern. Verbring Zeit mit ihnen. Verbring Zeit mit ihnen, Beziehungen. Und ich möchte dir eine Reihenfolge darstellen. Nicht zuerst die Kinder, sondern zuerst ein Ehepartner. Weil wenn es eurer Ehe gut geht, wird es euren Kindern gut gehen. Was hat das Ganze jetzt mit Jesus zu tun? Es hat was mit Jesus zu tun, weil wenn du mit dem Heiligen Geist erschaffst, diese 5 Tanks voll zu halten, dann wirst du Kraft und Energie haben, dein Umfeld positiv zu verändern. Hey, lass uns gemeinsam zu einem Ende kommen. Franzi, du kannst anfangen, ihr könnt die Wand von der Bühne nehmen. Meine Frage an dich, füllst du durch deinen Kalender, durch deine Zeit, füllst du deinen Energietank oder leert er sich? Füllst du deinen Energietank oder leert er sich? Und ich möchte dir in diesem Refocus-Teil, wo du jetzt diese Zeit mit Jesus haben kannst, möchte ich dir 4 kleine Gedanken mitgeben. Hey, was musst du heute vielleicht deinem Terminplan dazugeben? Vielleicht musst du deinem Terminplan zwischen 2 Meetings diese Viertelstunde Puffer einplanen, damit du durchatmen kannst. Damit du dich freuen kannst über das Meeting 1. Damit du dich vorbereiten kannst auf das Meeting 2. Vielleicht musst du zu deinem Terminplan unbedingt Sport dazu tun. Ja, wo soll denn der da noch reinpassen? Hey, dann nimm Sachen raus, die alt sind. Zum Beispiel, fahr mit dem Fahrrad zur Arbeit oder wie auch immer. Und schaffe dir Platz, um deinen Energietank zu füllen. Was muss ich mehr tun, wäre eine weitere Frage. Vielleicht pflegst du Freundschaften, aber vielleicht eben nur auf diesem oberflächlichen Ding. Vielleicht musst du sagen, wow, in diese 3 Personen möchte ich jetzt hinein investieren. Was muss ich wegtun? Vielleicht kommen dir Namen in den Sinn, die dir eigentlich die Freude und die Zeit rauben. Und ich möchte heute sprechen, du darfst diese Menschen aus deinem Leben abschneiden. Ich habe eine sehr, sehr große Verwandtschaft. Ich habe sehr, sehr viele Onkels und Tanten und sehr viele Cousins und ich liebe sie alle. Familie Schumacher, ich liebe euch alle. Aber ich musste irgendwann die Entscheidung treffen, zu sagen, ich kann auf die Konfirmationen, Feste und Hochzeiten meiner Cousins nicht mehr gehen, weil wenn ich zu jedem dieser Feste gehen würde, könnte ich nicht mehr meinen Auftrag nachgehen. Und mein Auftrag heißt hier in Mannheim Kirche zu bauen und Vater für meine Kinder und meine Familie da zu sein. Das war für mich ein Strich, wo ich gesagt habe, für die Menschen drüber, für meine Eltern, meine Geschwister, Großeltern, gehe ich auf jedes Fest. Für meine Cousinen, Tanten und so weiter gehe ich nicht. Ich liebe sie, aber ich musste definieren, um ein sinnvolles Leben zu leben, für ein Leben, wo Gott mich berufen hat dazu, musst du Dinge streichen lernen. Vielleicht dein Social-Media-Konsum herunterfahren. Vielleicht dir einen Netflix-Reminder machen mit irgendeinem WG-Mitbewohner. Hey, maximal 1 Stunde am Tag. Und ich ende jetzt mit diesem Satz und ihr könnt anfangen. Wenn ich mit Gott lebe, gibt es keine verlorene Zeit, weil uns alles zum Besten dient, aus Römer 8, Vers 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Besten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Hey, wir haben die ganze Predigt über, haben wir unser Leben gescannt. Und ich möchte jetzt diese Entscheidung wie jede Woche geben. Und vielleicht denkst du, ah, diese Entscheidung ist nur für Menschen, die Jesus noch nicht kannten. Sie gilt nicht für mich. Es sind diese 4 Symbole, die du jetzt siehst. Aber dies gilt genau für dich. Dieses Symbol der Liebe bedeutet, dass Gott sagt, ich liebe dich so sehr. Fang endlich an, dich selber zu lieben. Und kastei dich nicht, indem du 10 Stunden zur Arbeit gehst. Kastei dich nicht, indem du 5-mal die Woche ins Fitnessstudio gehst, weil du meinst, du musst so deinen Körper ausscheiden. Hey, ich liebe dich so sehr, dass deine wertvolle Zeit nicht du anderen Menschen schenken musst auf Social Media oder Netflix. Liebe dich endlich selber und fange was mit deiner Zeit an.
Liebe dich selber, weil ich dich geliebt habe und ich mache dich frei von diesen äußeren Umständen. Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er macht dich frei von diesen äußeren Umständen, damit du durch diese Auferstehungskraft, und das ist das zweite Symbol, wo wir diesen Weg entschieden haben, oh nein, wir müssen Dinge tun, um zu gefallen. Wir müssen viel arbeiten, um uns zu versorgen. Wir müssen das und das und das tun. Da kommt Jesus in dein Leben und sagt, hey, veranker dich in mir. Ich sorge für dich. Ich lade dich ein, dieses Gebet mit mir heute zum ersten Mal zu sprechen oder zum 30. Mal. Bitte sprich es mit mir zu Hause laut nach. Und dann werden wir feiern, was Jesus in deinem Leben tut. Jesus, ich sage dir danke, dass du mich liebst. Jesus, ich sage dir danke, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Nicht nur für meine Sünden, sondern für all die Dinge in meinem Leben, wo ich mit meiner Zeit Chaos hatte, wo Beziehungen mich gestresst haben, wo ich gestresst durchs Leben laufe, wo ich vergessen habe zu genießen. Und Jesus, heute möchte ich umkehren und mit diesem Anker einen Ruhepol in meinem Leben setzen. Und ich spreche mir heute in mein Leben rein. Ich, Benjamin, darf Fehler machen, weil ich auf deine Gnade, Jesu, angewiesen bin. Ich, Benjamin, akzeptiere heute, dass Gott, du was mit mir Großes vorhast, weil ich heute noch atme. Und ich, Benjamin, akzeptiere ab heute, Jesus, dass ich mit deiner Zeit leben möchte. Amen. Lasst uns gemeinsam in den Worship einsteigen und bete dein Gebet.